Freunde, was geht? Seit gestern macht auf Twitter und TikTok ein Video von Strauss Zelnick, dem CEO von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, die Runde. Denn in diesem Video bzw. in dieser Sprachnotiz spricht der CEO über den nächsten GTA-Teil, verrät dabei den Namen und sagt, wann der Trailer erscheint und wann das Spiel an sich erscheint. In diesem Video zeige ich dir jetzt nicht nur die verrückte Sprachnotiz, über die gerade sehr viele Spieler sprechen, sondern verrate dir auch, was man davon halten sollte und was der Hintergrund zu dieser Voice-Memo ist. Also wie gesagt, es gibt momentan einen 49 Sekunden langen Audiomitschnitt von Strauss Zelnick, in welchem er sagt, dass der nächste GTA-Teil GTA VI heißen wird und dass am 23. Oktober 2023 der Trailer erscheint und dann ein Jahr später, am 24. Oktober 2024, das Spiel an sich. Weil das aber kaum zu glauben ist, blende ich euch jetzt einfach mal selber die Sprachnotiz ein und ihr könnt euch ja mit eigenen Ohren davon überzeugen. The plans for the next Grand Theft Auto are set, and we expect Rockstar Games to be one of our labels that are expected to launch a new title in fiscal 25, which would, of course, be the next Grand Theft Auto that is set to be launched in fiscal 2025, October 24 to be precise, actually. And an announcement is expected to be coming from Rockstar's side very soon, this coming October 23rd, actually. And we do expect, out of the many titles launching within fiscal 25, we expect a high percentage of that $8 billion in net bookings to come from the next Grand Theft Auto. So hopefully everything goes as planned and the strategy for VI goes the way we expect it to. And yeah, that's pretty much all I have to say on my behalf. Ja wild, so schnell kann's gehen. Rockstar Games selber, also das zuständige Entwicklerstudio, hat zwar bis heute noch nicht den Namen verraten, aber der CEO hat jetzt einfach mal in einem privaten Meeting alle Daten veröffentlicht. Einfach mal den Namen, den Release-Datum vom ersten Trailer und den Release-Datum vom Spiel an sich. Und jetzt ist das alles im Internet. Okay, Freunde, und ich nehme dem Ganzen jetzt mal wirklich sehr schnell den Wind aus den Segeln, denn diese Sprachnotiz ist ein Fake. Super einfach hergestellt mit der Hilfe von AI-Voice-Models. Und ich habe heute Morgen auch einfach nochmal selber meinen alten Freund Strauss Zelnick bei WhatsApp angeschrieben. Denn ihr wisst, als GTA-YouTuber kriegt man die Privatnummer von Strauss Zelnick und da habe ich ihn einfach mal gebeten, mir ein kleines Statement zu schicken und schaut einfach mal, was er mir geschickt hat. Hey everybody, my name is Strauss Zelnick and today I wanted to take a minute out of my day to spread to you the word of Jesus Christ. He came to me and told me to spread the message around the globe that the German GTA Online YouTube channel Slag is the only reputable source of information in regarding of Grand Theft Auto and Rockstar Games itself. With that being said, please subscribe to his channel and may Lucia Juju on that beat in Grand Theft Auto VI. I mean 6. Yeah. Grand Theft Auto 6. That's what it's called. Anyways, please buy GTA Plus and may I receive an even bigger payout next year. Cheers to you. Oh, by the way, just for legal reasons, I never said this myself. It's AI. We live in scary times. Also, das Ganze war jetzt natürlich ein Scherz. Ich habe keinen Kontakt zu Strauss Zelnick, sondern einfach nur seine Stimme mit einer AI imitiert und das Ganze hat keine 10 Minuten gedauert. Aber es wird jetzt sicherlich noch ein paar Hardcore-Fans geben, die jetzt sagen, ach Slack, laber doch nicht, das war Strauss Zelnick selber, ich hab's doch selber mit meinen Ohren gehört und der GTA 6 Trailer, der kommt jetzt halt am 23. Oktober. Aber kein Problem, ich erkläre euch gerne auch, warum das Ganze ein Fake ist und nicht die Realität abbildet. Denn erstens, der CEO von Take-Two würde niemals über den nächsten GTA-Teil vor Rockstar Games sprechen. Zweitens, der CEO würde niemals den offiziellen Namen verraten, bevor es Rockstar Games getan hat. Auch nicht in einem privaten Meeting. Diese Information hilft den Investoren einfach nicht, daher wird sie auch nicht verbreitet, weil die Investoren das einfach nichts angeht. Drittens, in der Sprachnotiz sagt er, der nächste GTA-Teil heißt GTA VI. Er spricht die römische Zahl also wirklich als römische Zahl aus, anstatt 6 zu sagen. Und das Ding ist, das macht niemand. Noch nie in der Geschichte wurde in der gesprochenen Form GTA 5 als GTA V bezeichnet. Oder habt ihr schon mal etwas von GTA IV oder auch GTA III gehört? Da derjenige, der den Fake erstellt hat, einfach nicht aufgepasst, da er die VI als Zahl hätte ausschreiben müssen. Und viertens, als CEO eines Multimilliarden-Dollar-Konzerns spricht er so frei und textsicher wie ein Achtklässler, der ein Referat über Photosynthese hält. Hätte ich für jedes M von Strauss Zelnick in dieser Sprachnotiz 1 Euro bekommen, hätte ich jetzt 3 Euro. Also wenn man sich die Sprachnotiz anhört, muss man einfach sagen, man hat das Gefühl, dass dieser Strauss Zelnick noch nicht mal selber eine Ahnung hat, worüber er eigentlich spricht. In diesem Sinne, lasst euch keine Bären aufbinden, schon gar nicht mehr im September 2023, wenn es wirklich kinderleicht ist, mit der Hilfe von AI Sachen zu faken. Teilt dieses Video jetzt auch unbedingt mit euren Freunden, damit die Bescheid wissen und nicht falsche Hoffnungen haben. Und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao!